Heute stelle ich euch den Pro Series 34 Pellet Grill von Traeger vor. Wer gern den Komfort von Gasgrills genießt und trotzdem nicht auf das grilltypische Aroma von brennendem Holz verzichten möchte, für den ist ein Pellet Grill von Traeger genau das Richtige. Eine Förderschnecke befördert die Holzpellets aus der Pelletkammer in die Brennkammer. Dort werden sie entzündet. Ein elektronisch gesteuerter Lüfter sorgt dafür, dass im Grill immer genug Luft zirkuliert. Der digitale Controller überprüft und reguliert die eingestellte Temperatur. Somit hat man genügend Zeit, sich um die Gäste oder andere Dinge zu kümmern, während der Traeger sich um das Essen kümmert. Doch bevor das Grillgut im Holzfeuer veredelt wird, muss der Grill erst einmal ausgepackt und zusammengebaut werden. Im Paket findet man den Traeger Pro Series 34, den Grillrost und den Zusatzrost, die Beine mit den Seitenplatten, das Fettauffangblech, den Hitzeverteiler, den Schornstein, einen Eimer für das auslaufende Fett, die Griffe, zwei Temperaturfühler für das Gargut, Montagematerial und alles benötigte Werkzeug und die Gebrauchsanleitung und ein Rezeptbuch. Die deutsche Gebrauchsanleitung findet ihr übrigens außen am Karton, in dem der Traeger geliefert wird. Der Zusammenbau des Grills ist denkbar einfach. Die Beine werden mit den beiliegenden Schrauben an den Grillkorpus geschraubt. Dabei muss man lediglich die passenden Zahlen am Grill und am Bein zusammenbringen. Dann kommen noch die Seitenbleche an das Untergestell. Als nächstes wird der Kamin montiert. Gefolgt von dem seitlichen Griff für das leichte Bewegen des Traegers und dem großen Griff für den Deckel. Im Innenraum stellt man das Hitzeleitblech über die Pelletbrennkammer. Dann das Fettauffangblech. Als nächstes kommt noch das Grillrost in den Grill. Dies hat eine Größe von ca. 86 x 48 cm bei einer Fläche von ca. 4100 Quadratzentimetern. Hinzu kommt noch der Zusatzrost, der die Gesamtfläche um weitere ca. 30 cm erweitert. Zum Schluss nur noch den Fettauffangeimer außen einhaken und fertig ist der Aufbau des Pro Series 34. Für die Grills von Traeger gibt es eine Reihe nützlichen Zubehörs. Dazu gehört unter anderem die Bodenplatte für zusätzlichen Stauraum. Dazu noch die klappbare Frontablage für mehr Platz beim Hantieren mit dem Grillgut. Wenn der enorme Platz im Grill doch mal nicht reichen sollte, gibt es noch den überaus praktischen Zusatzgrillrost für weitere 2300 Quadratzentimeter auf zwei Ebenen. Jetzt muss der Grill nur noch für den ersten Gebrauch vorbereitet werden. Zuerst entfernt man aus dem Innenraum das Grillrost, das Fettauffangblech und das Hitzeleitblech. Dann geht man sicher, dass sich in der Förderschnecke im Pelletbehälter keine Fremdkörper befinden. Nachdem man den Traeger mit einer Steckdose verbunden hat, schaltet man ihn an und dreht den Regler auf Smoke. Wenn man sicher gegangen ist, dass der Lüfter läuft, stellt man den Drehregler des Grills auf Shutdown Cycle. Jetzt erst füllt man die Pelletkammer mit Pellets. Es wird empfohlen, nur die Original Traeger Pellets zu benutzen. Als nächstes stellt man den Drehregler auf High und die Pellets werden in die Brennkammer befördert. Wenn nach einer Weile die ersten Pellets in der Brennkammer landen, stellt man den Grill auf Shutdown Cycle. Dann den Regler wieder auf Smoke und warten, bis die Pellets zu brennen beginnen. Jetzt ist der Grill richtig vorbereitet und kann wieder auf Shutdown Cycle gestellt werden. Während des Shutdown Cycles hält die Förderschnecke an und transportiert keine neuen Pellets mehr in die Brennkammer. Zudem läuft der Lüfter noch ca. 10 Minuten nach und sorgt somit dafür, dass die restlichen Pellets in der Brennkammer restlos verbrannt werden. Dadurch wird auch ein Übergreifen der Flammen auf die Pellets in der Förderschnecke verhindert. Nun ist es Zeit zu Traegern. Dafür füllt man den Pelletbehälter mit der gewünschten Pelletsorte. Es gibt momentan 8 verschiedene Sorten. Für das einfache Wechseln der Pellets hat die Pelletkammer eine praktische Klappe an der Rückseite. So kann man schnell und sauber die nicht mehr benötigten Pellets ausschütten. Um den Pro Series 34 zu starten, stellt man den Drehregler bei geöffnetem Deckel auf die Position Smoke. Nach ca. 2-3 Minuten steigt Rauch auf. Das bedeutet, dass die Pellets zu brennen begonnen haben. Nun schließt man den Deckel und heizt den Grill für ca. 15 Minuten bei der gewünschten Temperatur vor. Um die Kerntemperatur des Grillguts zu überprüfen, kann man noch ein oder zwei Temperaturfühler an den Controller anschließen und sich die Temperatur auf dem Display anzeigen lassen. Nun steht der kreativen Freiheit nichts mehr im Wege. Egal ob grillen, räuchern, backen, braten, schmoren oder Barbecue. Es gibt eigentlich nichts, was man auf einem Traeger Pellet Grill nicht zubereiten kann.
Ich wünsche euch nun viel Spaß und gutes Gelingen mit eurem Pro Series 34 von Traeger. Stop grilling and start Traegering.